Dann kann der nämlich direkt mal hier der Pflasterstein rein. Dann gehe ich jetzt erstmal von oben nach unten mit dem ganzen Kladderadatsch. So, die 8 behalten wir. Die gehen weg. Die gehen weg. Ach, die gehen weg. Die brauche ich auch erstmal nicht. Die kann ich mal zur Not mitnehmen. Die Holztür bleibt auch hier. Und eine Axt werden wir jetzt nicht brauchen. Wir werden ja gleich unterirdisch uns fortbewegen. Ich glaube, ich mache das ja auch noch gerade weg. Ach, da wird es auch schon morgen. Ich bin danach nicht alles hier. Und ich höre ein Skelett. Freude, Freude. Kommt da in den Kopf. Och, Kuckuck. Jetzt haben wir natürlich einen Knochen, wenn keine Hunde mehr da sind. Holz. Dann machen wir das hier noch. So, vielleicht reicht das ja. Die Erde noch. Da hin. Da. Und da. Ach. Nee, das reicht noch nicht. Da brauchen wir noch mehr Holz. Zack. Nochmal halbieren. 16 müssten jetzt aber wirklich reichen für den Trip. Erstmal rauslassen. Dahin und dahin. So, dann haben wir unser erstes Hütchen wirklich fertig. Und dann gehen wir mal in den Untergrund da vorne. Und gucken mal, was sich da so rumtreibt. Nach dieser Höhlenexpedition werde ich aber auch schon die erste Aufnahmepause machen. Nur erstmal hier ein bisschen ausleuchten. Ah, das klappt. Das ist ja sehr schön. Das hier ist Gravel. Nein, das ist auch Stein. Also, bohr mich gerade aus. Dann baue ich uns hier mal irgendwie einen Abstieg. So, den noch weg und den da. Ach, das ist jetzt ein zu tief. Aber wir haben doch Cobblestone dabei. Dann so. Jetzt passt das schon. Ich hoffe, hier unten ist überhaupt was. Dass sich hier die Mühe überhaupt lohnt. Und dann sind wir auch schon unten. Dann, ach, da ist auch schon Eisen. So, das nehmen wir uns natürlich direkt mit. Kletter ich mal hier hoch. Und dann gibt es Eisen. Eisen für alle. Juhu. Na, du auch. Du auch. Und du da natürlich. Und zack. Und zack. Zack. Ach, hier ist noch mehr Eisen. Immer her damit. Eisen. Wir bauen Eisen ab. Und das letzte Stück Eisen ab. So, zappi. Hopp. Ist hier schon nicht Schluss. Und das ist Kohle. Und hier ist Eisen. Mann. Ist ja, lohnt sich ja wirklich hier der Trip.
So, die Kohle da, die klatscht und aufdrückt aus der Wand. Alles direkt mitnehmen. Und dann hoffen, dass wir nicht direkt sterben bei unserem ersten Höhlenabenteuer. Kohle hier ist. Meine Güte. Aber jetzt doch noch ein bisschen tiefer in den Berg hier rein. So. Haben wir noch was übersehen? Ach ja, hier hätten wir beinahe den Ring. Ach, das geht. Ach, das war ja jetzt ganz schlau. Dann kommt die Fackel halt nach da. Hier, das hier an Kohle hat, dafür hat sich der Trip ja schon gelohnt, ey. Das geht ja immer noch weiter. Vielleicht sind wir schon wieder raus aus der Höhle. So. Das war es jetzt aber endgültig. War ja auch mehr als genug. 33 Kohle. Ne, da kommt ja noch was dazu. 38 Kohle haben wir gerade abgebaut. Also, holla die Waldfee, sag ich mal. Und hier oben wollte ich eigentlich noch weitergehen. Hier wäre noch Eisen. Und da ist noch mehr Kohle. Och Gott, ist hier viel Kohle. Also erstmal das Eisen. So. So, und jetzt die Kohle. So, 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 und so. Ja, und wie ich ja schon ankündigte, dass es eine Umfrage gibt. Das sagte ich, glaube ich, in der ersten Folge schon. Ja, werde ich jetzt, also wir sind immer noch in der gleichen Aufnahme wie in der ersten Folge. Dann werden wir, ach hier ist noch Eisen, werde ich jetzt auch mal dann langsam die Umfrageergebnisse dann ausarbeiten. So, das war es nämlich jetzt auch schon mit unserer Spitzhacke. Da habe ich auch gerade irgendwo eine Spinne gehört. Und dann sind wir sogar noch im hellen Zuhause. Ach, ich bin hier lang gekommen. Da lang. So, so, so und hopp. Hopp, 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 hopp. Und dann gehen wir jetzt schon nach Hause. Dann können wir uns da schön das Eisen in den Ofen schießen. Ach, hier habe ich gar nichts abgebaut. Das kann jetzt noch ein bisschen dauern. So, hier das Gravel weg. Und dann. So, und da haben wir jetzt den richtigen, wirklichen Ausstieg. Und jetzt will ich nur mal kurz noch gucken. Dann müssten wir hier wegreißen, da wegreißen. Ein Gravel oder Kies oder wie auch immer, dann könnten wir hier unseren Durchbruch machen. Und natürlich die Frage ist, auf der anderen Seite überhaupt noch mehr.
Ja, da ist auf jeden Fall noch mehr. Ach, da ist auch eine kleine Insel. Da würde sich auch eine kleine Bastion anbieten, also die da zu machen. Wir haben 25 Eisen schon gesammelt. Also dieser Ausflug hat sich echt gelohnt. Und wir sind ja nur durch die halbe Höhle gelaufen. Da ist ja noch eine andere Hälfte. Da waren wir ja noch gar nicht. So, die Sachen schmeißen wir und 54 Kohle. Bei unserem ersten Ausflug kriegt man 54 Kohle eingesammelt. Wer kann das schon von sich behaupten, dass er das jemals gemacht hat? Und das am dritten Tag. Och, wir haben die Tür aufgelassen. Das dürfen wir demnächst aber nicht mehr machen. Dann erstmal hier die. Da reicht ja die Holzkohle sogar nur. So, weil ein so ein Kohleding macht ja, dann haben wir ein Eisen über. Dann mache ich uns noch ein paar Mal. So viel. Ach, was soll der Geiz? Jetzt haben wir es ja. So, 44 Fackeln, das kann ich. Nach hier. Hier ballert. Ach, nee, doch. Ist ja noch. Hier können wir nichts ab. Ah doch, das hier können wir noch ablegen. Die Pfeile und den. Ach, vor den Knochen würde ich gern behalten, falls wir auf Hunde stoßen. Kies noch eine extra Reihe. So, ach, das. Obwohl, ich würde lieber drei Spitzhacken machen. Wenn wir jetzt am nächsten Tag dann wieder in die Höhle gehen. Damit wir da ein bisschen länger bleiben können. Aber nachdem ich die Spitzhacken gemacht habe, mache ich ja erstmal einen Aufnahmestopp für heute. Und wie gesagt, da wir immer noch in der ersten Aufnahmesession sind, habe ich auch noch nicht die Umfragen ausgewertet. Das kommt dann aber alles. Dann können wir uns auch mal Glas machen und hier einen schönen Kasten reinsetzen. Und das da und dann wegnehmen. So, mit diesen Worten verabschiede ich mich hier mit dem Blick auf den brennenden Ofen. Und sage Tschüss und bis zur nächsten Aufnahme. Ciao.